würde gerne so anfangen. Sie haben Frau Lomscher erlebt bei der Veranstaltung genau vor 4 Wochen beim Bündnis für Wohnen in Brandenburg, bei der Veranstaltung in Potsdam, wo Frau Senatorin Lomscher ein Angebot zur Kooperation gemacht hat, was bei den Brandenburger Akteuren sehr, sehr gut ankam. Das war die Resonanz zumindest im Nachgang, auch nachdem Sie wieder weg waren noch auf jeden Fall. Und da wäre jetzt gerne die Frage auch an Sie, Frau Schneider, was ist Ihre Botschaft an die Berliner Akteure aus Brandenburg? Ja, die Botschaft aus Brandenburg ist, dass wir natürlich auch der Meinung sind, dass wir nur gemeinsam die Herausforderungen, die wir haben, auch lösen können. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn jeder einzeln losläuft und immer auf den anderen meckert, sondern man muss diese Region als eine gemeinsame Region zum Leben, Arbeiten und Wohnen betrachten und die Herausforderungen gemeinsam annehmen und die auch lösen. Und ich glaube, dass Katrin Lomscher in Potsdam war und dass ich jetzt hier bin, ist ein Zeichen dafür, dass wir auch so unterwegs sind und uns auch abstimmen und auch gemeinsam arbeiten. Wir haben nicht immer die gleichen Interessen. Das wäre ja auch komisch, ne? Also wir haben schon auch unterschiedliche Interessen, das ist klar. Ein Flächenland tickt anders als eine Metropole in der Mitte. Aber trotzdem haben wir für uns erkannt und für uns festgemacht, dass eine gemeinsame Entwicklung, gemeinsames Handeln, Ausdiskutieren der Dinge, die wir haben, auch der unterschiedlichen Auffassung uns zusammen dann weiter und besser voranbringt. Vielen Dank. Machen wir gleich weiter mit Herrn Höllmer, sozusagen nach Berlin zurück. Sie waren ja eben auch hier in der Arbeitsgruppe 1, glaube ich, in diesem Raum. Vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Worte sagen, was da an neuen Erkenntnissen soweit da war. Und dann vor allem die Frage, wir arbeiten ja im Kommunalen Nachbarschaftsforum zusammen. Sie sind da Sprecher in der AG Süd, stellvertretender Vorsitzender der AG Süd und Sprecher des Nachbarschaftsforums. Und wir haben gerade vor einigen Wochen in der AG Süd über ganz praktische Konflikte und Probleme gesprochen. Da geht es um das Thema gemeinsame Feuerwehr zwischen Eichwalde und Treptow-Köpenick, wo es also auch schwierig ist, das zu lösen. Auf der anderen Seite haben wir eine Reihe von auch guten Ergebnissen im Dialogforum Flughafenumfeld. Also es steht so ein bisschen nebeneinander manchmal. Und da ist so die Frage, was braucht es für mehr Kooperation? Sind es eher die Projekte oder sind es eher Organisationen? Ich fange mal hinten an, bei Ihrer zweiten Frage sozusagen. Also ich denke, es braucht beides. Es braucht sowohl gute Projekte, aber es braucht natürlich auch eine organisatorische Struktur, die in der Lage ist, dann definitiv Anliegen tatsächlich auch umzusetzen. Und das ist ja auch eine Diskussion, die uns im Kommunalen Nachbarschaftsforum seit geraumer Zeit beschäftigt, genau diese Struktur vielleicht nochmal zu überdenken, zu schauen, ob man da nicht vielleicht das ein oder andere Rädchen etwas drehen muss und ein bisschen was verändern muss, ohne allerdings jetzt direkt in irgendwas Institutionalisiertes reinzugehen, weil das wäre, glaube ich, auf freiwilliger Basis, das muss, glaube ich, auch so bleiben unter den Kommunen, alles andere wird schwierig, aber die Durchschlagskraft, muss an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen anders werden und Projekte sind auch wichtig, weil Projekte natürlich grundsätzlich die Zusammenarbeit fördern und Projekte natürlich auch exemplarisch einfach wunderbare Lösungen schaffen können und zeigen können, wie es funktioniert es eben, dass eine kleine Brandenburger Gemeinde mit vielleicht 10.000 oder 15.000 Einwohnern, Einwohnerinnen auf Augenhöhe mit einem Berliner Bezirk mit 240.000 oder 250.000 Einwohnern und Einwohnerinnen zusammenarbeiten kann. Also ich glaube, das sind schon klare Signale, die man da senden kann und da sind wir, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg. Was die Grundproblematiken anbelangt, die ja eben auch hier diskutiert worden sind, das sind ja im Prinzip die Themen, die wir im Grunde eigentlich auch diskutieren. Ich glaube, ganz wichtig ist es, sich nochmal vor Augen zu führen, dass wir in der Tat, was den Wohnungsbau, was die Wohnungsentwicklung anbelangt, was die Lebensräume anbelangt, eine stärkere Verzahnung tatsächlich brauchen. Und da ist, glaube ich, die zweite Reihe in Brandenburg von ganz immenser Bedeutung. Die muss entsprechend tatsächlich mit sozusagen herangeführt werden. Und was eben auch ganz wichtig ist, ist halt, dass wir tatsächlich die Freiräume nicht vergessen. Also wirklich darauf achten, dass wir die Freiräume zwischen den Siedlungsstrukturen, also die Regionalparks zum Beispiel, in der Tat stärken und auch entsprechend nutzen. Und aus der Diskussion in dem Forum hier unten, gibt es noch etwas, was Sie da an neuen Aspekten mit einbringen können? Also richtig neu würde ich jetzt mal so nicht sagen, aber wir haben natürlich die Themen diskutiert oder haben die Themen gehört, die uns letztendlich auch beschäftigen. Es ist natürlich letztendlich, sind es die Mühen der Ebenen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Sie haben das Feuerwehrbeispiel gebracht. Also das ist natürlich genau so ein Punkt, wie kriegt man das dann hin? Ganz konkrete Probleme, die uns definitiv dann eben auf der kommunalen Ebene umtreiben, dann tatsächlich auch zu lösen in den vorhandenen Strukturen.
Wir haben ja jetzt nicht das, was wir eben zum Teil gehört haben, die Probleme, die in anderen Räumen da bestehen, die haben wir zum Teil so nicht. Wir haben die Probleme anders. Wir haben die Probleme eher, dass wir das Wachstum bewältigen müssen. Und das äußert sich dann wirklich tatsächlich auch in Infrastrukturen bis hin eben zur Feuerwehr. Wir kriegen im Prinzip den Brandschutz gesichert im unmittelbaren Umfeld einer Ländergrenze, wo es dann wirklich absurd wird, dass im Prinzip eben ein Einsatz einer Feuerwehr aus einer kleinen Gemeinde in Brandenburg in Berlin nicht ohne weiteres möglich ist und andersrum. Und ich glaube, da haben wir eben die Aufgabe, Lösungen zu schaffen. Das Gleiche gilt letztendlich auch für Kita, das gilt für Schulplätze. Also überall das gleiche Problem. Wir müssen in diese Situation kommen, das länderübergreifend auch ein Stück weit zu lösen. Und das ist, glaube ich, der große Meilenstein, den wir schaffen müssen. Okay, vielen Dank. Bürgermeister einer Gemeinde im Land Brandenburg, Gemeinde Hoppegarten, 20.000 Einwohner. Das ist die Größenklasse, die Herr Höllmer eben angesprochen hat. Sie haben sich in den vergangenen Jahren, Herr Knoppe, stark mit diesem Kuvadis-Prozess beschäftigt im Nachbarschaftsforum. Und wir haben viele Modelle diskutiert, wie es besser, wie es anders laufen kann, wie es vielleicht verbindlicher laufen kann. Im Nachbarschaftsforum, das ist, glaube ich, klar, ist es so, dass wir die Freiwilligkeit der Zusammenarbeit behalten wollen. Das ist ein ganz wichtiges Gut, ist auch heute schon mehrfach angesprochen worden. Auf der anderen Seite soll mehr Verbindlichkeit her. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Wofür plädieren Sie? Und vor allem, was birgt das für Chancen auch für Ihre Gemeinde? Nein, wir haben ja die Besonderheit in Brandenburg und in Berlin, dass es länderübergreifend ist und damit die Kommunen einen ganz anderen Stellenwert plötzlich bekommen, weil sie die Zusammenarbeitspartner sind. Sie haben das bereits genannt, in dem eigentlichen, sagen wir mal, Schnittstellen zwischen diesen beiden Ländern. Das heißt, es ist nicht nur auf Länderebene eine Zusammenarbeit notwendig, sondern es ist eine Ebene notwendig, die noch etwas tiefer mit reingeht, nämlich zwischen den Bezirken in Berlin und den Umlandkommunen. Und dort haben wir das Problem, dass in den 20 Jahren, solange wie das kommunale Nachbarschaftsforum existiert, eine gute Arbeit gemacht wurde, dass ein Austausch, Informationsaustausch, also ein Vertrauensaufbau auch erfolgt ist in diesen 20 Jahren. Sonst wäre eine solche Kommunikation auf Augenhöhe zwischen solchen unterschiedlichen Größenordnungen gar nicht denkbar gewesen. Aber dass wir gesagt haben, wenn wir mitspielen wollen bei dieser Problemlösung. Alle drei Themenbereiche, die wir heute auch hier mit diskutiert haben, infrastrukturelle Probleme, Mobilitätsprobleme, wenn wir das alles gemeinsam lösen wollen, dann müssen auch die Kommunen eine stärkere Rolle übernehmen und spielen in dem Lösungsprozess, das heißt im Umland auch. Und das geht nicht nur mit Informationsaustausch, das geht nur auch mit Verantwortungsübernahme durch die jeweiligen Kommunen. Das heißt, sie müssen in einen Prozess mit reingebracht werden, wo sie auch Träger von bestimmten Projekten sein können, die nicht nur die eigene Kommune mit betrachtet, sondern eben auch Teilräume der Gesamtregion, der Hauptstadtregion, über die wir reden. Und das sind dann solche Perspektiven, die sich dann auftun. Ich habe nun das Glück, in einer Kommune sozusagen das Amt auszuüben, was an einer Achse liegt, die eben eine Siedlungsachse ist und die damit Potenzial hat in der eigentlichen Entwicklung, die sich strukturell, wenn ich jetzt an den Stadtrand von Berlin gehe, von den großen Siedlungsgebieten in Biesdorf, Karlsdorf, Mahlsdorf nicht so stark unterscheidet und wo auch die Ansiedlung von Gewerblichen her, die bei uns sind, wenn ich dann über die Landesgrenze gucke, sich auch nicht so stark unterscheidet. Das heißt, wir haben ähnliche Probleme, die wir miteinander gemeinsam lösen müssen und zwar nicht, wie auch mal hier gesagt wurde, dann eben vor 15, 20 Jahren vielleicht gegeneinander, sondern miteinander. Das ist ja eigentlich die Herausforderung, der wir uns stellen müssen, dass wir diese Probleme gemeinsam lösen müssen. Haben Sie noch etwas, was Sie jetzt aus der Diskussion zu dem Thema Mobilität eben mitbekommen haben? Da waren Sie ja in der Runde, was jetzt noch dazu kommt an neuem Aspekt, was man vielleicht die Sache noch ein bisschen prägnanter formulieren kann oder für Sie noch deutlicher geworden ist? Nein, das, was neu auch für mich war im Prinzip, das war ein Punkt zum Beispiel gewesen, die Frage der Digitalisierung. Welche Chancen ergeben sich durch die Digitalisierung, auch die infrastrukturellen und Mobilitätsprobleme mitzulösen? Da ist genannt worden eine Studie der Deutschen Bahn, die dann sagt, 20-25% also sind dort noch erreichbar. Das wird aber auch eine Weile dauern, ehe wir dann die Digitalisierung so weit getrieben haben, dass wir das auch mit ausschöpfen können. Es ist diskutiert worden, die Frage auch von Park and Ride, sehr kontrovers, sollte das mehr im Innenbereich sein, also hinter der Landesgrenze, schon auf Berliner Territorium oder eher außerhalb, sollte es überhaupt sein oder sollte man nicht die Ansiedlung so entwickeln, dass es gar nicht notwendig ist, dass ich mich ins Auto setze, um dann an einen Verkehrsknotenpunkt der Bahn mitzufahren, sondern dass man die Siedlung stärker darauf konzentriert, wo eigentlich schon die Bahntrassen vorhanden sind, um diese Bewegung zu minimieren. Auch die Frage von Bike and Ride ist diskutiert worden als eine große Reserve, die in der Zukunft da ist. Da könnte ich jetzt noch lange reden, was alles nicht sozusagen
an Voraussetzungen derzeit existiert, damit eigentlich auch diese Zukunftsform des Sichtbewegens von Wohnung zur Arbeit entwicklungsfähig wird. Aber ich glaube, das sind noch so die Reserven, die wir dann und die Probleme damit, die wir doch lösen müssen. Vielen Dank. Frau Lomscher, ich glaube, das Zeitfenster für mehr Kooperation ist gut. Das ist jetzt heute mehrfach angesprochen worden. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, wo sehen Sie die Region 2030? Und was muss dafür jetzt getan werden, damit wir sozusagen 2030 sagen können, 2018, 2019 sind die richtigen Schritte eingeleitet worden? Naja, wir müssen uns natürlich gewahr werden, dass es eine gute Basis ist, dass wir auf der Länderebene eine funktionierende einen Austausch haben und dass die kommunalen Nachbarschaftsforen über eine sehr lange Zeit hohes Vertrauen aufgebaut haben. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass alles klappt. Also die Verbindlichkeit bestimmter Entscheidungen herzustellen, das ist angesichts der Asymmetrien, die wir hier so haben, nicht so ganz einfach. Also da muss man verwaltungsstrukturelle Asymmetrien und auch in den Größenverhältnissen, das bleibt ja, also es geht ja nicht weg davon, dass man sagt, du hast 240.000, du hast nur 240, wir reden trotzdem auf Augenhöhe. Also ich glaube, so ist es nicht, sondern man muss sich überlegen, wie kommt man tatsächlich zu Projekten und verbindlichen Entscheidungen. Und wenn ich mal sage, wo wollen wir hin, dann müssen wir alle diese Themen, die wir hier adressiert haben, natürlich überführen in Handlungsprogramme. In der gemeinsamen Landesplanung funktioniert es so schön, da gibt es so Y-Vermerke. Ja? Da geht dann so sowohl an mich als auch an Frau Schneider. Ne? Und so könnten das jetzt benachbarte Gemeinden und Bezirke auch machen. Die können jetzt sagen, so, wir haben uns jetzt diesen Kita oder Radweg oder weiß der Fuchs, was sie sich da gemeinsam ausgedacht haben, haben aber jetzt nicht das Geld. Also müssten sie sich an ihre jeweilige Landesebene wenden. Und es wäre sehr schön, wenn es dann eine funktionierende Struktur gäbe, in der wir dann miteinander erklärt wird, ja, das machen wir so. Und nicht Brandenburg macht so und Berlin macht so und sie haben sich umsonst geeinigt. Das wäre wichtig, dass wir also tatsächlich darüber nachdenken, wie wir das verbindlicher gestalten. Und ich meine, die Region 2030 sich vorzustellen, da brauche ich jetzt mir nicht so viel Fantasie. Weil wir haben das ja sozusagen, diese Struktur, die liegt da, die müssen wir sozusagen mit Leben füllen. Und wir müssen schauen, dass wir über Freiraumschutz nicht nur reden, sondern dass wir die Freiräume eben auch als lebendige Räume wahrnehmen, in denen ja auch was passiert. Und dass wir auch diese Entwicklungen fördern, damit da eben nicht die Wahrnehmung entsteht, ja, wir sind halt dazwischen und wir kommen hier irgendwie nicht mit. Nein, da muss man sozusagen auch regionale Entwicklungskonzepte für machen. Ja, vielleicht als Stichwort regionale Entwicklungskonzepte. Frau Schneider, was kann das Land Brandenburg konkret dazu beitragen? Wir haben jetzt die erste Runde gehabt, wir noch gerne eine kleine, kurze zweite Runde machen und dann sind Sie auch alle erlöst für heute. Aber vielleicht, dass wir das noch einmal hinbekommen. Ja, es ist ja schon eine ganze Menge über Formate gesprochen worden, die wir zusammen haben. Kommunales Nachbarschaftsforum ist gesagt worden in den Arbeitsgruppen Nord, Süd, Ost, West. Wir werden es noch gar nicht, ist mir gar nicht mehr so lange hin, Anfang Dezember die Jahreskonferenz haben für das Kommunale Nachbarschaftsforum unter der Überschrift diesmal Wirtschaftsentwicklung. Wir hatten schon Wohnen, wir hatten Freiräume, wir hatten Verkehr. Ich glaube, das war so der Start der Jahreskonferenzen. Und Wasser? Ach was, da kommt noch, okay. Also die Gruppen, die geben sich schon immer ein Thema für eine Jahreskonferenz, wo sich dann auch wirklich alle Bereiche damit beschäftigen. Das wird auch entsprechend vorbereitet. Und ich finde, es ist schon wichtig, sich über solche Themen zu unterhalten. Das ist Regionalentwicklung, wenn Sie so wollen. Wir sind dabei, jetzt mal so auf der Achse zu gucken, welche Gemeinden sind denn bereit, Achsenentwicklungskonzepte zu machen. Da bin ich gespannt, wie das wird. Wir sind jetzt bei Wandels und Verneuchen da bereit. Aber wie gesagt, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn wir den Teltow-Kanal nochmal in den Blick nehmen. Ne? Das sind so Themen, die regionale Entwicklungskonzepte sind. Das Dialogforum Flughafenumfeld ist faktisch ein regionales Entwicklungskonzept. Und das, was wir ansonsten noch ableiten an gemeinsamen Projekten, läuft auch in die gleiche Richtung. Ich will nur mal sagen, die Kommunen haben natürlich eine Eigenverantwortung. Ne? Also die nehmen sie auch gerne wahr. Die würden uns nicht so gutieren, wenn wir in ihre kommunale Selbstverwaltung eingreifen permanent. Da ist der Städte- und Gemeindebund aber, hat da eine ganz klare Auffassung, was dann passiert. Ne? Und insofern sind wir natürlich auch angetreten und sagen, es gibt eine kommunale Verantwortung, die soll auch auf der Ebene der Kommunen wahrgenommen werden. Wir würden als Land, wollen das aber gerne mit dem, was wir machen können, unterstützen. Ne? Das ist so das Prinzip, was wir haben. Es ist ein Geben und Nehmen oder vielleicht würde man iterativer Prozess dazu sagen, aber es ist eine Debatte, die kann man nicht so lösen, indem man es einfach
an irgendeinen rüberschiebt, also wir nicht an die Kommunen nicht an uns, sondern es muss ein gemeinsames Arbeiten sein. Ob wir weiter institutionalisieren oder nicht, ist eine spannende Debatte, die wir sicher in nächster Zeit auch noch führen werden. Wir sollten aber auch darauf achten, dass wir vielleicht auch mehr auf die Realisierung von Projekten gehen und nicht so sehr auf die Frage, welche die schönste Struktur ist. Dann nehmen Sie eine Diskussion vorweg, die wir noch führen müssen. Ich würde direkt mal weitergeben an die kommunalen Vertreter, weil das ist hier der Ball ein bisschen drüber gespielt worden. Was können ein Bezirk, was kann eine Gemeinde dazu beitragen? Und wie gelingt es auch in Ihren Gremien, politische Mehrheiten dafür zu gewinnen? Für mehr Engagement, vielleicht für mehr finanzielles Engagement auch? Also die Möglichkeiten eines Bezirks sind da leider etwas beschränkter als die einer Gemeinde in Brandenburg, weil die Selbstständigkeit der Bezirke in der Form nicht gegeben ist. Die Gemeinden in Brandenburg haben vor allen Dingen einen ganz, ganz großen Vorteil. Die haben die Möglichkeit, Gewerbeeinnahmen zu erzielen und damit auch ein gewisses Budget zu haben, das die Bezirke so auch nicht zur Verfügung haben, weil die Bezirke allein von einer Finanzzuweisung des Finanzsenators letztendlich leben. Das schränkt unsere Möglichkeiten deutlich ein. Aber trotzdem haben wir natürlich einen gewissen Gestaltungsspielraum, weil mit dem Geld, das wir dann letztendlich zur Verfügung haben, ist sicherlich vieles einfach nur Durchlauf, Transferleistung, aber da bleibt natürlich immer ein gewisser Teil übrig, mit dem man politisch auch tatsächlich arbeiten kann. Und der ist natürlich dann auch grundsätzlich zur Verfügung, um gemeinsame Projekte zum Beispiel anzustoßen und auf den Weg zu bringen. Das versuchen wir auch. Da ist auch in unseren BVVen, also zumindest für Treptow-Köpenick kann ich das sagen, ist da eine sehr große Bereitschaft da, eben die Zusammenarbeit, die Kooperation mit den angrenzenden Gemeinden auch tatsächlich zu suchen und zu unterstützen und da eben so denn möglich auch gemeinsame Projekte tatsächlich auf den Weg zu bringen. Aber wir sind mehr als eine Brandenburger Kommune, sind wir dann eben darauf angewiesen, dass das eben vom Land Berlin auch mitgetragen wird, mit unterstützt wird. Deswegen sind die Kontakte zur Landesebene da eben auch von ganz großer Bedeutung, die aber, sage ich mal so, eben gut sind, Frau Lomscher. Ne? Wir kommen da, glaube ich, ganz gut miteinander klar und kriegen dann eben auch das eine oder andere tatsächlich angeschoben und gestemmt. Ja, und ich kann auch an Frau Lomscher anschließen, weil wir haben natürlich alleine im engeren Verflechtungsraum sind das 50 Kommunen, die dazu gehören, die dann um Berlin rumliegen, die irgendwo Mitakteure sind natürlich in der Frage, wie löse ich die Probleme, die die gesamte Region mit bewegen. Und das sind 50 Stadtverordnetenversammlungen bzw. Gemeindevertretungen, die man überzeugen muss, mit entsprechend wechselnden natürlich auch Zusammensetzungen, das kommt auch mit hinzu. Und das macht unsere Schwierigkeit natürlich aus, diesen Prozess stabil mit zu begleiten. Und insofern ist auch, sehe ich keine Alternative zum Kommunalen Nachbarschaftsforum, weil das ist eben die Ebene und die Plattform, wo sich ein solcher Prozess dann entwickeln und mitgestalten muss. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, wir müssen dazu kommen, dass die einzelnen Kommunen über ihre Grenzen hinausdenken. Sie müssen nicht, sind nicht verpflichtet, diesen Gesamtraum mit zu betrachten. Dafür haben wir ja die gemeinsame Landesplanungsabteilung und die beiden Landesregierungen. Aber sie müssen ihre eigene Region eben mitdenken und das gemeinsam mit den Berlinern und Berlinern, die dort mit angrenzen. Und dann, glaube ich, kommen wir auch zu den entsprechenden Lösungen. Das ist ein Prozess, da haben wir schon einen gewissen Punkt mit erreicht, ist ja angesprochen worden. Und jetzt müssen wir dazu übergehen, konkrete Projekte, die in den Regionen sich verankern, auch gemeinsam zu mit den Bezirken und wo es notwendig ist, mit den Senatsverwaltungen und die, wie gesagt, den einzelnen Kommunen, die dann in diesen Teilprojekten liegen und davon betroffen sind. Ja, dann würde ich so ein bisschen überleiten wollen, auch zum Schlusswort, Frau Lomscher. Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, um das wirklich voranzubringen? Braucht es auch dort andere Kooperationsstrukturen? Wir haben vorhin beim Thema Freiraum oben nochmal gesprochen, auch bestimmte Dinge angesprochen, dass nichts auch ohne Unterstützung und finanzielles Know-how funktioniert, aber das kann es natürlich alleine nicht sein. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen und dann, denke ich, kommen wir auch zum Ende. Also wir sind ja hier in Berlin und deshalb darf ich ja auch sozusagen aus der Alexanderplatz-Perspektive sprechen, obwohl für die gemeinsame Landesplanung sich das natürlich verbietet. Die muss in alle Richtungen gucken. Aber wenn wir uns mal klar machen, dass Berlin jetzt einen neuen Entwicklungs- und Wachstumsschub hat, gucken wir 100 Jahre zurück, da gab es das auch schon mal, da war Berlin viel kleiner und da hat man versucht, sozusagen regionale Kleinstaaterei über Zweckverbände und dann Eingemeindungen zu lösen. Ich würde mal sagen, dieses Mittel steht uns heutzutage nicht zur Verfügung. Deshalb sind wir gut beraten, die über lange Jahre, Jahrzehnte aufgebauten Kooperationsstrukturen als Handlungsrahmen zu nehmen, das Kooperationsversprechen, was wir uns hier permanent geben, auch einzulösen im Sinne von Projektunterstützung, wenn es dann konkret ist.
Und dass diese Projekte sowohl von unten als auch sozusagen aus einer Gesamtperspektive des Landes, der Stadt kommen können, ist klar, aber man muss sich darauf verständigen, also es muss Konsens sein über solche Projekte und dann kann man natürlich auch darüber reden, wie man das finanziert. Also wir haben ja auch das Instrument der gemeinsamen Kabinettssitzungen, wir werden uns nächstes Jahr wieder Ende Januar nächstes Jahr treffen, auch da ist die gemeinsame Entwicklung der gemeinsamen Region ein Thema und dann kann man sozusagen so ein paar Eckpunkte formulieren. Und dann glaube ich, dass wir so, wie wir im Wohnungsbau unterstützende Maßnahmen über einen Sonderfonds finanzieren. Wir haben in Berlin ein Sondervermögen Infrastruktur für die wachsende Stadt und Nachhaltigkeit. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass man in so einem Fonds auch so eine länderübergreifenden Projekte sozusagen mitfinanziert, also einfach diese Finanzierungssicherheit herstellt für vorher in sinnvollen Formaten konsentierte Projekte. Weil klar ist, es ist gut, miteinander zu reden. Berlin hat verstanden, dass es keine Insel ist. Brandenburg hat verstanden, dass es kein Loch in der Mitte hat. Wir alle beide haben verstanden, dass wir echt viel zu tun haben mit der dynamischen Raumentwicklung und auch in anderen Themenfeldern ja ein sehr großer Abstimmungsbedarf besteht. Und jetzt kommt es darauf an, das zu konkretisieren, die richtigen Akteurskonstellationen rauszufinden jeweils. Und die können eben sehr verschieden sein. Also ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt für die länderübergreifende Kooperation, sondern der Weg, den Berlin und Brandenburg gegangen sind, nämlich über gemeinsame Einrichtungen, gemeinsame Staatsverträge, gemeinsame Projekte und dann auch meinetwegen auch mal sowas wie Kampagnen zu machen, wie jetzt mit dem Landesentwicklungsplan und dass man Lebenswelten sozusagen auch mal ein bisschen sozusagen schöner darstellt, also auch erzählbar macht. Wir hatten ja vorhin das Wort von der narrativen Regionalentwicklung, ja. Also für mich übersetzt würde das heißen, Berliner müssen wissen, dass es für sie von Vorteil ist, wenn sich in Brandenburg dieses und jenes tut und umgekehrt. Also das müssen wir einfach auf allen Ebenen bekannt machen. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir in diesem schönen Raum heute hier so viele Interessierte hatten und so einen regen Austausch. Und bin mir relativ sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir über Stadt und Region gesprochen haben. Eben nicht nur Stadt Umland, sondern Stadt Region, weil Umland ist so ein Begriff, der ist in der Landesplanung zwar definiert, aber nach dem, was wir hier gelernt haben, wenn man über Erreichbarkeiten redet und über Verbundenheiten, dann geht es gar nicht ums Umland, sondern geht es um die Stadtregion insgesamt und um die Hauptstadtregion und das sind nun mal beide Länder. Vielen Dank, Frau Lomscher. Vielen Dank, Frau Lomscher, für das Schlusswort, vor allem der Loch und die Insel ist, glaube ich, vielen hängen geblieben. Frau Dr. Pullinger, Sie haben das letzte Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Mir bleibt es nur noch mal ganz kurz auf die Dokumentation hinzuweisen, die wir in den nächsten Wochen erarbeiten werden und die dann auf die Webseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen gestellt wird. Da gibt es alle Präsentationen, da gibt es die Auswertungen der Mindmaps, die Sie eben schon kurz am Bildschirm gesehen haben. Da gibt es diverse Filme, die heute gemacht wurden mit Interviews, mit Eindrücken von der heutigen Veranstaltung. Dann möchte ich Sie noch mal darauf hinweisen, Frau Schneider hat das ja gerade eben schon gemacht, es gibt bald die Jahreskonferenz des Kommunalen Nachbarschaftsforums Berlin-Brandenburg zum Thema Wirtschaftsstandort Berlin und Brandenburg, Berliner Umland stärken und gemeinsam entwickeln. Die findet am 4. Dezember bei der IHK Potsdam statt, ist aber, soweit ich weiß, nur auf Einladung oder für wirklich interessierte Personen. Und dann möchte ich jetzt noch mal ganz herzlich allen Mitwirkenden des heutigen Abends ganz, ganz herzlich danken Ihnen für die engagierte Diskussion, allen Personen, die Vorträge und Inputs gehalten haben, die kommentiert haben, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, meinem Team von Urban Catalyst. Und ich wünsche Ihnen jetzt allen einen ganz wunderbaren Abend. Auf Wiedersehen. Applaus